Ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin beim Modelabel Armed Angels in Köln. In meinem Job prüfe ich, was wir besser, nachhaltiger und gerechter machen können, um einen möglichst geringen negativen Impact auf den Planeten zu hinterlassen. Wir machen Kleidung, die den Menschen und die Umwelt respektiert, also nachhaltig. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Ich arbeite für ein IT-Startup in Bonn. Mit unserer Lösung können Firmen ihre Software eigenständig auf Fehler und Sicherheitslücken überprüfen. Dadurch ermöglichen wir es unseren Kunden, schneller, sichere Software zu entwickeln. Was mir hier total gut gefällt, ist, dass ich von Anfang an ein junges Unternehmen mitgestalten kann. Unsere Marke hat besonders hohe soziale und ökologische Anforderungen. Ich sorge dafür, dass diese in den Lieferketten und im Produkt umgesetzt werden. Da bin ich natürlich viel unterwegs, zum Beispiel bei unseren Rohstoffquellen in Indien, aber auch bei unseren Produzenten in Portugal, in der Türkei und in Tunesien. Wir arbeiten mit unseren Partnern vor Ort sehr eng zusammen und mir ist der persönliche Kontakt total wichtig. Hauptsächlich arbeite ich in unserem Vertriebsteam. Da geht es darum, Beziehungen zu Kunden aufzubauen, Aufträge abzuschließen und letztendlich dann den Umsatz zu steigern. Außerdem bin ich sozusagen der Feel-Good-Manager. Zusammen mit den Gründern schaffe ich Rahmenbedingungen, in denen sich das ganze Team wohlfühlt und wir gern zur Arbeit kommen. Ich habe total gute Erinnerungen an die Zeit an der Alanus Hochschule. Ich gehörte zum ersten Jahrgang des Studiengangs BWL Wirtschaft neu denken. Wir haben gelernt, mutig zu sein und alles zu hinterfragen, um Gestaltungsmöglichkeiten in der Wirtschaft aufzuzeigen. Und Systemkritiker haben wir aber genug. Wir müssen ins Machen kommen. Und genau das versuche ich bei Armed Angels zu tun, Verhältnisse wirklich zu verändern. An der Alanus habe ich natürlich die Grundlagen in BWL gelernt und auch immer wieder über den Tellerrand des eigenen Unternehmens hinauszublicken. Vor allem die Kunstmodule und die Praxisphasen während des Studiums haben mich persönlich sehr weitergebracht. Ja, ich habe auch ein Privatleben. Ich mache Yoga jeden Tag, meistens noch vor der Arbeit. Das ist ja im Grunde eine praktische Lebensphilosophie. Und das holt mich runter. Es gibt mir emotionale und mentale Stabilität und körperliche Agilität. Und das brauche ich für meinen Job. Seit einiger Zeit unterrichte ich auch und das macht mir super viel Spaß. Ganz bewusst arbeite ich nur 4 Tage die Woche bei Code Intelligence, weil es mir auch wichtig ist, dass ich genug Zeit habe, um mich im Verein Bonn im Wandel zu engagieren. Dort setzen wir Nachhaltigkeitsprojekte um. Zum Beispiel haben wir Lastenräder aus Holz gebaut, die wir auch verleihen. Und wir arbeiten zusammen mit Politik und Gesellschaft an einem klimaneutralen Bonn.